Der Geruch von Öl liegt in dieser Straße in Bad Ibbenhausen in der Luft. Im Keller von Familie Becker haben die Öltanks den Wassermassen nicht standgehalten. Es ist so schnell gegangen, dass wir einfach nur oben raufgelaufen sind und geschaut haben, wie weit das Wasser geht. Und ich bin gläubig, ich habe gebetet, dann hat es in der vorletzten Stufe aufgehört. Aber der Keller ist randvoll mit Wasser und Öl, also es ist schrecklich. Die Feuerwehr aus Pullach hilft nun. Sie seien Engel, meint die Familie. Die Aufgabe, mit speziellen Geräten das Öl aus dem Wasser filtern und abpumpen. Rund 2000 Liter Öl. Seit gestern Nachmittag sind sie fast rund um die Uhr im Einsatz. Es tut uns sehr leid und wir wollten natürlich möglichst gut und viel helfen hier und wollten sie hier auch nicht im Stich lassen. Deswegen waren wir hier bis 1 Uhr nachts in der Früh, haben weitergemacht. Dann haben wir im Feuerwehrhaus 2-3 Stunden geschlafen und haben ab 6:30 hier wieder weitergemacht. 2 Häuser weiter steht auch noch das Wasser im Keller. Unglaublich schnell kam es aus der rund 100 Meter entfernten Paar. So wie nie zuvor, meint die Familie. Nun packen alle mit an. Die Dankbarkeit ist groß. Und ich muss sagen, wir können unseren Feuerwehrleuten nicht genügend Dank entgegenbringen. Es hilft einer dem anderen. Wir sind froh, dass wir so viele haben, die uns helfen. Ja, die ganze Familie und morgen kommen auch noch mal Freunde. Wie lange es noch dauert, bis alle Schäden behoben sind, kann noch keiner sagen. Jammern will hier keiner, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Der Tenor, gemeinsam werden wir es schon schaffen.